Mediation alternative Treibstoffe. Ach, weißt du wen, wie doch die Zeit vergeht. Wir sollten vielleicht sofort zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung hinübergehen. Mr. Oh, Bruce Wayne. Nein, das ist mein Name. Und Sie sind? Nigma. Edward. Edward Nigma, Sie ganz persönlich haben mich eingestellt, wie ich allen immer wieder gern erzähle. Wir sind uns zwar noch nicht begegnet, aber auf dem Arbeitsvertrag stand Ihr Name. Ich kann es Ihnen zeigen. Ich glaube, ich werde die Hand noch brauchen, Ed. Oh, ja, natürlich. Tut mir leid. Sie sind mein Idol. Marsch zurück an die Arbeit. Und gewisse Personen haben versucht, unsere Zusammenkunft zu blockieren. Also, was geht in Ihrem Kopf vor? Die Zukunft von Wayne Enterprises heißt Gehirnwellen. Sagten Sie, Manipulation von Gehirnwellen? Das lässt zu viele Fragen unbeantwortet, Ed. Tut mir leid. Ihnen allen vielen Dank, die Fabrik macht einen fabelhaften Eindruck. Weiter so. Na schön, Leute. Zurück an die Arbeit. Wir werden uns später noch unterhalten. Wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen gerne ein Sandwich mitgeben, Sir. Ich esse unterwegs was. Du erwartest, dass sich der geflügelte Rächer aus den Klauen des Bösen befreit, nicht wahr, mein Freund? Werden Sie mich töten? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir sind unterschiedlicher Meinung, was die Sache betrifft. Wollen wir die Entscheidung der Münze überlassen? Das Werfen der Münze. Ah, es gibt kein anderes Recht. Und jetzt sehen wir mal, wie das Recht, das einzig wahre Recht, in deine Falle schaltet. Ah. Fortuna lacht, mein Freund. Die Erde hat dich wieder. Die Frage ist, ob sie sich darüber freut. Ah. Rausch mit ihm, Jungs. Aber wir haben gesagt, sie lassen mich am Leben. Nur zu wahr, so soll es auch sein. Mit zappelndem Köder fängt man die Flöhe am Aus. Wir müssen irgendwie Kontakt mit ihm halten. Wäre es vielleicht, wenn ich mal versuche, einen Megaton aufzugreifen. Auftritt. Two-Face. Zwei Wachleute sind tot, einen dritten hält er als Geisel. Darauf war keiner vorbereitet. Wir hätten es wissen müssen. Die zweite Bank von Gotham, genau zwei Jahre, nachdem ich ihn gefangen genommen habe. Wie könnte der Zweigeteilte da widerstehen? Ich habe Dr. Meridian gebeten, uns als Beraterin zur Seite zu stehen. Sie ist Spezialistin für... Abnorme Verhaltensweisen multipler Persönlichkeiten. Ohne Zweifel hat ein Trauma die Kraft, einen Menschen in zwei Persönlichkeiten zu spalten. In einer Welt zurück, in der Recht und Unrecht nichts bedeuten. Exakt. Wie in Ihrem Fall. Viel Stoff für eine Abhandlung. Ein erwachsener Mann, der sich als fliegendes Nagetier verkleidet. Fledermäuse sind keine Nager, Dr. Meridian. Ich bin Bürger des liebreizenden Gottes! Das ist kochende Säure! Und zu ihrem tödlichen Vergnügen servieren wir ihnen heute dieselbe Säure, die uns zu dem machte, was wir sehen. Na, wie sieht's aus? Oh, happy day! Auf niemand nimmer wiedersehen, du spitzohrige Nachtratte! Sie brauchen Hilfe, Harvey. Geben Sie auf. Auf endlich den anderen zu sterben! Holt ihn da runter! Und beeilt euch! Wir verlieren an Kontrast! Wir brauchen mehr Energie! Lassen Sie mich frei! Es tut kein bisschen weh. Nein! Eine Vielzahl von... Was haben Sie vor? Eine Schar! Nigma. Ein Schwarm! Eine Herde voll freakiger Freuze! Löse mir das Rätsel! Fred! Was bedeutet dem einen alles und dem anderen nichts? Deine Birne, Baby! Nur, dass meine jetzt mit dem Grips von deiner läuft! Ich werde sie bei der FCC anzeigen, der Kontrollbehörde für Menschenversuche, beim EMI und bei der Polizei. Man wird Anklage gegen sie erheben. Erst vor Gericht, dann ins Gefängnis. Den Rest ihres verpfuschten kleinen Lebens werden sie in der Psychiatrie verbringen. Aber erstmal das Wichtigste, Nigma, sie sind gefeuert. Haben Sie verstanden? Gefeuert! Das sehe ich ganz anders. Fred! Babe! Sie sind gefeuert! Oder ist es netter, wenn ich eliminiert sage? Nachfragen, Mr. Wayne. Meine Arbeit wirft also zu viele Fragen auf. Warum hat ihn eigentlich doch niemand Respekt beigebracht?
Harvey Dent, damals noch Gothams Generalstaatsanwalt, wurde von Boss Maroni, dem König der Unterwelt, entsetzlich verunstaltet. Trotz Batmans Rettungsversuchen wurde Dents linke Gehirnhälfte geschädigt. Das machte ihn zu einem gewalttätigen Verbrecher, der Es ergibt keinen Sinn, dass Diggly sich umbringt. Danke. Ich möchte, dass seine Familie volle Unterstützung erhält. Selbstmord ist durch unsere Firmenversicherung nicht gedeckt. Ich weiß. Was ist das? Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wer das gebracht hat. Schau an die Ziffern in meinem Gesicht. Die 13 findest du dort. Was führt sie zu mir, Mr. Wayne? Ich bekomme seit neuestem Liebesbriefe. Den hat man mir ins Büro gelegt, während der andere zu mir nach Hause kam. Commissioner Gordon hat gemeint, Sie als Spezialistin könnten mir helfen. Meiner Meinung nach ist der Verfasser völlig durchgeknallt. Ist das ein Fachausdruck? Betreffender Patient leidet möglicherweise an einer ausgeprägten Zwangsneurose. Potenzielle Tendenz zu Gewalttaten ist vorhanden. Können Sie damit mehr anfangen? Also, Sie wollen sagen, der Kerl ist völlig durchgeknallt. Genau das. Also, ich würde liebend gern noch länger mit Ihnen plaudern, aber die Zeit ist wohl um. Das ist eigentlich mein Text. Sagen Sie mal, Doktor, gehen Sie gern in den Zirkus? Bruce, wer ist die hübsche junge Dame an Ihrer Seite? Dr. Chase. Gentlemen! Ganze 20 Meter über Ihren Köpfen mit wagemutigen Kunststücken und unglaublicher akrobatischer Geschicklichkeit. Die Flying Graysons! Hören Sie, ich gehe am Wochenende in die Berge zum Klettern. Haben Sie Lust mitzukommen? Tja, eigentlich schon. Ich gehe wirklich unheimlich gern klettern. Ich meine, ich find's toll. Aber... ich habe jemanden kennengelernt. Ladies and Gentlemen! Und nun, die Überraschungsnummer des heutigen Abends, die da heißt Massaker in der Manege des Grauens. Dürfen wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Mitte der Hauptmanege lenken? In dieser harmlos aussehenden Kugel befinden sich zwei, wir sagten 200 Einheiten feinstes TNT. Und in unseren unschuldigen Händen dieser entzückende Fernzünder. Verdammt, was wollen Sie, Harvey? Wir, Bürgermeister, wollen nur eine Kleinigkeit. Batman, zerquetscht, zerbrochen, zermalmt. In einem Wort, tot! Batman! Wen haben wir hier vor uns? Die Creme der Stadt. Wohlhabend und äußerst einflussreich. Einer von euch wird wissen, wer Batman ist. Einer von euch aufgeblasenen Jammerlappen könnte sogar Batman sein. Wir geben euch 2 Minuten. Wir können die Bombe noch erreichen. Wir müssen aufs Gerüst. Bitte auf. Keine Sorge, Mann. Yeah. Heute ist unser Tag. Bruce, ich bin froh, dass Sie ihn bei sich wohnen lassen. Er hat jetzt niemanden mehr. Wir mussten den ganzen Papierkram erledigen. Er hat weder geschlafen noch gegessen. Willkommen, Master Grayson. Ich bin Alfred. Wie geht's, Al? Oben ist ein Zimmer für dich vorbereitet, aber vielleicht möchtest du zuerst was essen. Okay, ich schieb ab. Ich kann dir nicht folgen. Ich weiß, dass ich durch Ihr Angebot dem ganzen Hickhack mit Vereinen wie Sozialfürsorge und der Wohlfahrt entgangen bin. War nett, aber ich verzichte. Bis dann. Bleib locker, Al. Wo willst du hin? Der Zirkus muss inzwischen schon fast in Metropolis sein. Ich hol mir Two-Face. Der Mann muss sterben. Ihn umzubringen nimmt dir nicht den Schmerz. Er wird nur noch stärker. Ersparen Sie mir die Predigt, Bruce. Ich brauche weder Ihren Rat, noch Ihre milden Gaben. Eine schöne Maschine. Na klar, Sie sind Fachmann auf dem Gebiet, was? Hey, du hast nicht mehr viel Sprit. Fahr doch erstmal in die Garage, um aufzutanken. Die nächste Tankstelle ist meilenweit entfernt. Die Zapfsäule ist hier drüben. Oh, Wahnsinn. Eine 1917er Harley. Stimmt. Eine Indian Classic, total in Schuss. Das ist eine Winston Black Knight. Davon haben die nur 100 gebaut. Es waren 101. Die ist mein Lieblingsstück. Sie haben 2 davon. Ja, aber die zweite läuft nicht. Irgendwas stimmt da mit dem Vergaser nicht. Alfred ist ein hervorragender Mechaniker, aber an einigen ist zu viel zu tun. Wenn ich jemanden hätte, der sie repariert, würde ich ihm dafür eine überlassen. Was soll's. Gute Fahrt. Du wirst schon nicht verloren gehen.
Kann ich Ihnen helfen, sich einzurichten, Master Grayson? Nein. Danke, aber ich werde nicht lange bleiben. Aha. Die penetrante Weigerung der Fledermaus, mit dem Leben abzuschließen, treibt uns gerade schon in Wahnsinn! Sei unbesorgt, Baby. Du wirst den Wald auslöschen. Übrigens, es gibt heute Abend dein Lieblingsessen. Ich hoffe, es gibt reichlich. Wer zur Hölle bist du? Nur ein Freund, aber nenn mich ruhig den Riddler. Komm zur Sache, LaForge. Na schön, kommen wir zur Sache. Die Gassi Gossens einen weiteren Raubüberfall und erbeutete Diamanten im Wert von mehreren Millionen, ohne dass Batman in Erscheinung trat. Der Unbekannte arbeitet mit Two-Face zusammen und hinterlässt mit Vorliebe Rätsel am Tatort, weshalb ihn die Einwohner Gothams den Riddler nennen. Mir scheint, Sie und Batman haben einen gemeinsamen Feind. Das kam heute Morgen mit der Post. Werden auch Sie endlich Teil des Geschehens! Nigmatech bringt das Erlebnis des 3D-Fernsehens direkt in Ihr trautes Heim! Sehr verehrte Damen und Herren, ich werde Ihnen meinen Traum offenbaren. Die Box! Auf jedem Fernseher Amerikas und irgendwann auf jedem der Welt. Die Lokalnachrichten. Edward Nigmas 3D-Box ist in Gotham ein Renner geworden. Vor ausverkauften Elektronikgeschäften spielten sich gestern Abend tumultartige Szenen ab. Es gibt nur noch wenige Haushalte ohne die Nigma Tech-Box. Kritiker behaupten, das Gerät verwandle Gothams Bürger in Zombies. Edward Nigmas trockene Antwort, das meinte man auch, als das Fernsehen aufkam. Master Dick? Hier oben, Al! Kann ich Ihnen helfen, Master Grayson? Warum ist diese Tür als einzige verschlossen? Was verstecken Sie da? Master Owens verblichene Ehefrau. Das Tafelsilber und jetzt Marsch! Ich bin beschäftigt. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber es gibt unangenehme Neuigkeiten betreffs Master Dick. Ist ihm was passiert? Tut mir leid, aber Master Dick ist auf Reisen gegangen. Er ist weggelaufen? Nicht eigentlich. Er hat den Wagen genommen. Sie meinen den Jaguar? Nicht den Jaguar. Den anderen Wagen. Du Mister! Dich hättest erwischen müssen! Es war deine Schuld! Wenn du dich Two-Face im Zirkus gestellt hättest, wären sie noch am Leben! Hätte Bruce Wayne das Leben deiner Familie durch seinen Tod retten können, er wäre für sie gestorben. Das Einzige, woran ich denken kann, ist Two-Face zu erwischen. Er hat mir meine Zukunft genommen. Dann wird Folgendes passieren. Du bringst ihn um. Dein Schmerz stirbt aber nicht mit Harvey, er wächst. Also gehst du in die Nacht hinaus, um Ersatz zu finden. Wieder und wieder. Bis du eines Morgens voller Grauen feststellen musst, dass es in deinem Leben nichts mehr außer Rache gibt. Und du weißt nicht, wieso. Du kannst es nicht verstehen. Deine Familie wurde nicht von einem Irren getötet. Doch, das wurde sie. Wir gleichen uns. Umso mehr musst du mir helfen, Bruce. Zeig mir, wie ich dein Partner werden kann. Nein. Ich kann nicht. Jetzt hast du noch die Wahl. Irrtum, Bruce. Ich bin mittendrin, ob du willst oder nicht.